Und heute wollen wir dann so gesehen weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und wollen jetzt auch noch erstmal aus der Bibel uns anschauen, dass da das schon auch in vielen Versen schon vorhergesagt wurde. Und da lasst uns jetzt mal zusammen die folgenden Verse aufschlagen, weil die zeigen alle, dass der Spätregen auch mit nicht nur Kraft ist, sondern auch mit einer Botschaft verbunden ist. Und da würde ich euch bitten, dass vielleicht vier von euch jeweils einen Vers lesen und ich kann auch selbst noch einen lesen. Ja, wir können einfach von oben nach unten durchgehen und wenn jemand von euch will, könnt ihr noch den ersten Vers vorlesen. Und dann weiter runter. Wie Regen träufle meine Lehre, wie Tau riesle meine Rede, wie Regenschauer auf frisches Grün und wie Regengüsse auf welkes Kraut. Dankeschön. Schaut euch mal genau, bevor wir weiterlesen, euch einmal den Vers an. Womit wird hier so gesehen Regen verbunden in der Bibel? Mit der Lehre. Genau, und Rede. Das heißt, der Spätregen ist, weil das ist so gesehen auch interessant, das ist aus dem Lied von Mose, und das war, als Israel damals buchstäblich an der Grenze zu Kanaan war, ist das geschehen. So sehen auch jetzt, wo wir geistlich wieder an der Grenze zu Kanaan sind, ist interessant, dass es auch so eine Bedeutung für uns heute hat. Und hier wird der Regen und damit auch so gesehen der Spätregen generell auch mit Lehre verbunden. Also nicht nur Kraft, sondern auch Lehre. Jetzt kann man so gesehen auch fragen, worüber die Lehre ist. Und da können wir so gesehen in Joel noch eine Antwort bekommen. Wenn jemand will, kann jemand von euch Joel 2, Vers 23 lesen. Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Dankeschön. Was hier interessant ist, das ist leider, ich glaube, in der Elberfelder im Deutschen kann man das in der Fußnote sehen. Aber in den meisten anderen Übersetzungen kann man das nicht sehen. Aber im Englischen auch zum Beispiel ist das auch, steht das in der Fußnote der Bibel. Also das Hebräische hier kann man auch wie folgt übersetzen. Denn er gibt euch den Lehrer der Gerechtigkeit gemäß der Gerechtigkeit. Und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen. Also was dort auch mit Frühregen übersetzt wird, das gleiche Wort kann man im Hebräischen auch als Lehrer der Gerechtigkeit übersetzen. Das Interessante, also der Spätregen ist auch ein Lehrer der Gerechtigkeit. Auch wenn wir mit dem zusammenfassen, was wir in 5. Mose gesehen haben, dass er auch eine Lehre ist. Aber wir sehen jetzt schon worüber, über Gerechtigkeit. Jetzt lass uns zusammen Hosea 10, Vers 12 lesen. Das Buch direkt von Joel. Seht euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade, pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Also wie würdet ihr vielleicht in euren eigenen Worten diesen Vers hier zusammenfassen? Schaut ihn euch nochmal an und habt keine Angst. Also ich würde es so lesen. Ich soll mich vom Herrn unterweisen lassen, vom Wort unterweisen lassen, damit ich später dann die Engels, die Botschaft verkünden kann. Okay. Dankeschön. Wir sollen den Herrn suchen. Das Genau. heißt, wohl Zeit mit ihm verbringen. Und was ist die Folge davon? Dann, dass uns Gerechtigkeit regnen. Okay. Und hier ist auch eben interessant, also auch hier wird wieder Regen, jetzt nicht mit Leere, aber mit Gerechtigkeit verbunden. Und das heißt, also eigentlich, wir sehen, es ist diese Leere von Gerechtigkeit und das wird kommen, wenn wir so gesehen hier in der Schlachter heißt es, die habe ich jetzt, pflügt ein Neubruch. Also was das eigentlich heißt, ist, wenn so ein Feld sehr lange nicht gebraucht wurde, ist es so, dass oben so die Oberseite des Bodens hart wird und man kann dann nicht mehr sehen. Man muss dann erst wieder mit dem Pflug das aufbrechen, bevor man dann wieder so gesehen was aussehen kann und das dann in den Regen kommt, dann wächst.
Also eigentlich, der Gedanke ist wirklich, dass sogar noch eine Reformation stattfinden muss. Also pflügt einen Neubruch und sät euch Gerechtigkeit. Und dann, so gesehen, sendet Gott den Regen der Gerechtigkeit sprießen lässt. Was eigentlich beschreibt, das ist eine Reformation, die mit dem Spätregen dann endet, der uns Gerechtigkeit gibt. Würde ihr das alles so nachvollziehen können? Mhm. Ja. Okay. Oder nicht? Könnt ihr gerne, also können das gerne sagen. Wenn... wenn nicht, kann vielleicht jemand dann für euch den nächsten Vers in Jesaja 52 lesen, Vers 1. Wache auf, Zion, ziehe deine Stärke an, ziehe deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt, denn von nun unreiner mehr in dich hineinkommen. Danke. Und wer würde sagen, wird hier in den Prophezeiungen mit Jerusalem und Zion, für was steht das? Habt ihr eine Idee? Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte? Für was würdet ihr sagen, steht hier in der Prophezeiung Jerusalem oder Zion? Für das Volk Gottes? Für die Braut Gottes, für die Braut Jesu. Genau, für das Volk Gottes. Zum Beispiel kann man mehrere Kleider sehen. Die Tochter Zion, also Zion wird auch mit einer Frau verglichen. Und das ist dann noch klarer. Die Frau, vor allem eine reine Frau, steht in der Bibel so gesehen für Gottes Volk. Und was ist so gesehen der Aufruf hier an Gottes Volk? Was würde dir sagen? Was ist so gesehen jetzt der Aufruf hier an Gottes Volk, der hier beschrieben wird? Na, erstmal aufzuwachen. Okay, genau. Und dann heißt es hier, zieht eure Ehrenkleider an. Ja, schmücke dich, steht bei mir. Ah, okay. Hier in der Schlachtübersetzung heißt Zion, zieh deine Stärke an, zieh deine Ehrenkleider an, Jerusalem, heilige Stadt. Und die Ehrenkleider, generell dieses Anziehen von Kleidern, haben wir schon beim letzten Mal bei Laodicea schon etwas kennengelernt, steht in der Bibel so gesehen für die Gerechtigkeit Jesu. Das könnt ihr auch mal nachschauen in Jesaja 61, Vers 11. Da steht der Vers, der das sagt. In Jesaja 61, Vers 10, nicht Vers 11. Da steht, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Mich bekleidet. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Also hier ist interessant, hier wird diese Kleidung mit Gerechtigkeit und Heil oder Erlösung beschrieben. Und das wird auch verglichen mit einer Braut, die sich auch bereit macht. Also die Braut macht sich bereit, indem sie diese Kleider der Gerechtigkeit anzieht. Die Gemeinde macht sich bereit für Christus, indem sie Gerechtigkeit anzieht. Das ist insofern noch interessant mit der Hochzeit. Es wäre jetzt etwas zu viel, das alles genau zu studieren, aber man kann auch sehen, dass das Untersuchungsgericht auch mit der Symbolik von einer Hochzeit beschrieben wird, weil dort die Gemeinde zu Christus vereinigt wird. Das kann man zum Beispiel sehen in Matthäus 25 mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Das ist auch eine Hochzeit und ich kann sehen, dass das für das Untersuchungsgericht steht. Also der Gedanke ist schlussendlich, die Gemeinde
Damit das Untersuchungsgericht abgeschlossen werden kann, dann Christus wiederkommen kann, muss sie die Gerechtigkeit anziehen, diese Kleider der Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit Jesu. Dann kann er kommen. Zumindest nicht die gesamte Gemeinde, das wird nie geschehen, dass sie ja weg wird, aber ein gewisser Teil der Gemeinde muss diese Erfahrung gewinnen. Und lass uns jetzt einmal schauen in Apostelgeschichte 3 bis 9, ob der gleiche Gedanke nochmal ist. Und da kann gerne von euch wieder jemand das vorlesen. So tut nun Buße uns. Ja. Mach ruhig. Nun lieb, wenn du willst, kannst du es vorlesen. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Okay. Hier in der Schlachter ist noch eine Ergänzung, die ist dann vielleicht in der Bibel nicht dabei. Da steht noch, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Genau. Das ist bei mir Vers 20. Ah, okay. Verstehe. Manchmal gibt es da so Unterschiede. Das ist auch interessant. Also, so tut nun Buße und bekehrt euch. Und was wird die Folge davon sein, dass ihre Sünden ausgetilgt werden? Und wo werden die Sünden ausgetilgt? Was würdet ihr sagen? Aus den Büchern des Himmels. Genau. Und wann passiert das? Beim Untersuchungsgericht. Exakt. Nun, damals war es so gesehen, das war jetzt in der Zukunft. Wenn die Juden sich damals bekehrt haben, war so gesehen zu sicher, wenn das Untersuchen sich dann in der Zukunft kommen würde, würden ihre Sünden ausgetilgt. Das ist interessant. Und dann heißt es noch, wenn das geschieht, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Also diese Reformation und wirkliche Erfahrung, dass sie sich bekehren und Buße tun, dass auch dementsprechend ihre Sünden im Untersuchungsgericht ausgetilgt werden, wird aber auch in der Zukunft noch bewirken, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und auch in Vers 20 heißt es noch, und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Also, obwohl er es damals verkündigt hat, hat diese Verse auch eine Anwendung auf uns heute. Wir auch als Gemeinde müssen im gewissen Maße, das heißt ja auch in Offenbarung 3, in der Laodicea-Botschaft, so tun und Buße. Auch wir müssen diese Buße tun in einem gewissen Maß und uns wirklich bekehren, diese Erfahrung von Gerechtigkeit aus Glauben bekommen. Dann kann Christus das letzte Werk im Untersuchungsgericht abschließen. Er die Zeiten der Erquickung senden oder der Wiederbelebung, wir sind der Spätregen. Und damit er schlussendlich kommen kann, dass er Christus senden kann, dass es die Wiederkunft. Man könnte jetzt auch mehr Verse anziehen, aber ich denke, man sieht ein gewisses Muster in den Versen. Der Spätregen ist so gesehen diese Lehre von Gerechtigkeit oder von Gerechtigkeit aus Glauben, natürlich auch diese Kraft, das Werk zu vollenden. Aber diese Kraft wird nur gegeben, wenn die Gemeinde selber so gesehen umkehrt und erstmal selbst diese Erfahrung gewinnt. Damit auch schlussendlich das bewirkt. Und es gibt noch ein Vers, das auch noch gut zeigt. Das ist in wieder 5. Mose, Kapitel 28. Das ist jetzt hier nicht dabei, aber das können wir trotzdem noch aufschlagen. Welches Buch? 5. Mose, Kapitel 28. Vers. Und erstmal Vers 15. Da heißt es nämlich, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme deines Gottes nicht gehorchst, so dass du all seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Also wenn sie das Gesetz genau halten, dann haben sie Segen. Wenn sie es nicht tun, sind die Flüche. Und einige davon sind in Vers 23 und 24. Der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz werden und die Erde unter dir zu Eisen. Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln. Der wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist.
Und genauso ist es interessant, dass einer der Segen so gesehen das Gegenteil ist, weil mit dem Regen war auch die Ernte verbunden für die Juden. Wenn sie wirklich damals nicht den Regen gehabt hatten, haben sie dann im Herbst keine Ernte einbringen können von ihren Feldern. Jetzt in dem Segen steht, dass wenn sie Gott wirklich gehorchen und darauf achten, alle seine Gebote zu tun, in Vers 11, und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gibt. Und dann Vers 12, der Herr wird dir den Himmel seinen guten Schatz auftun und deinem Land Regen geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Also hier ist auch interessant, das so gesehen ist ja nicht nur einfach damals für Israel, das hat auch Bedeutung für uns heute. So gesehen, der Spätregen ist an Bedingungen geknüpft. Wenn sie Gott treu waren und sein Gesetz gehalten haben, verheißt er uns den Spätregen, der auch diese Evangeliumsernte, der Menschen, die sich im lauten Ruf bekehren, auch bringen wird. Während wenn die Gemeinde so gesehen nicht das Gesetz hält, kommt dieser Regen nicht und die Ernte dementsprechend auch nicht. Nun, was daran noch wichtig ist, dass so gesehen diese Bedingung, das Gesetz in allem genau zu halten, einerseits hat das auch diesen Aspekt, dass man sich dazu entscheiden muss, alles genau zu tun, was man weiß. Und da sehr genau darauf zu achten. Andererseits ist aber auch so, wie wir schon gesehen haben beim letzten Mal, wir können das Gesetz gar nicht ohne Gerechtigkeit aus Glauben halten. Das heißt, die Voraussetzung, dass wir das überhaupt tun müssen, ist, dass wir wie Laodicea erstmal verstehen müssen, wie wir überhaupt das Gesetz halten können. Und wenn wir das dann erleben, dann kann Gott den Segen schenken. So gesehen, hier sehen wir diesen gleichen Gedanken noch in der Bibel. Aber lass uns jetzt noch schauen, wo Ellen weiterschreibt. Zum Beispiel hier in 1888 Materials. Gott beabsichtigt, dass der Erlösungsplan zu seinem Volk als der Spätregen kommen soll. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, beim letzten Mal hatten wir das Zitat gelesen, wo sie sagte, dass damals 1898 weniger als einer von 100 für sich diese wesentliche Lehre über den Erlösungsplan verstanden hat. Weniger als einer von 100. Und sie sagte dann, Gott hat beabsichtigt, dass das jetzt als der Spätregen kommt. Hier sagt sie das Gleiche nochmal im Testimonies to Ministers. Dies ist die Botschaft im Kontext von John Wagner, welche Gott geboten hat, dass sie der Welt verkündigt wird. Sie ist die dreifache Engelsbotschaft, die mit lauter Stimme verkündigt werden soll und von der Ausgießung seines Geistes in großem Maß begleitet werden wird. Also, wo sie schreibt, mit lauter Stimme verkündigt werden soll, das so gesehen nur in anderen Worten der laute Ruf. Und der Ausgießen seines Geistes in großem Maßes wieder nur in anderen Worten, des Spätreden. Ich denke, brauchen wir den Geist, der allein wirklich das Herz von Menschen aus Unglaube und Weltlichkeit aufrütteln kann, unsere Predigten und Missionsanschauung mit Kraft verleiht, heute nicht mehr als jemals wirklich zuvor. Ich denke, wenn man die Menschen sieht, sind sie heute noch deutlich verhärteter als vorher. Das heißt, wenn wir wirklich das Werk abschließen wollen, brauchen wir diese Kraft Gottes. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, bevor wir das jetzt lesen können, wir hatten ja vom letzten Mal gelesen, dass Satan es geschafft hat, indem er Vorurteile gegen diese Botschaft aufgeweckt hat, er es geschafft hat, von der Gemeinde die Kraft fernzuhalten, die die Apostel nach der Zeit von Pfingsten hatten, die Gott der Gemeinde damals geben wollte und uns auch heute. Das ist wiederum eigentlich der Gedanke, dass der Spätregen, Gott wollte den Spätregen geben, aber weil die Botschaft abgelehnt wurde und nicht erlebt wurde, wurde der Spätregen verhindert. Lassen Sie es noch hier lesen, was Ellen White schreibt im ersten Band der Zeugnisse, noch mehr über diese Botschaft oder über Laodicea. Es wurde mir gezeigt, dass die Botschaft an Laodicea sich auf das Volk Gottes zur gegenwärtigen Zeit bezieht. Das heißt, das meint uns. Der Grund, weshalb sie nicht mehr bewirkt hat, ist die Herzenshärtigkeit der Gläubigen.
Und da sollten wir wirklich mit Gott darum bitten und ringen, dass er uns ein weiches und offenes Herz gibt. Aber Gott hat der Botschaft Zeit gegeben, ihr Werk zu tun. Das Herz muss von den Sünden gereinigt werden, die Jesus so lange ausgeschlossen haben. Die fruchtbare Botschaft wird ihr Werk tun. Als sie zuerst verkündigt wurde, führte sie zu ernster Prüfung des Herzens. Sünden wurden bekannt und überall wurden die Gläubigen aufgerüttelt. Nahezu alle glaubten, dass diese Botschaft im lauten Ruf des dritten Engels enden würde. Und sie schreibt dann weiter, als sie aber das machtvolle Werk nicht innerhalb kurzer Zeit vollendet sahen, verloren viele die Wirksamkeit der Botschaft. Ich sah, dass diese Botschaft ihr Werk nicht in wenigen kurzen Monaten ausführen würde. Sie ist dazu bestimmt, die Kinder Gottes aufzuwecken, ihnen ihren Abfall zu zeigen und sie zu eifriger Buße zu führen, damit sie mit Jesu Gegenwart gesegnet und auf den lauten Ruf des dritten Engels vorbereitet werden. Wäre der Rat des treuen Zeugen völlig beachtet worden, würde der Herr mit größerer Macht für sein Volk gewirkt haben. Also damals, 1875, das war noch vor Jones und Wagner, hat die Gemeinde irgendwann gemerkt, wir sind nicht mehr Philadelphia in Offenbarung, wir sind Laodicea. Früher dachten sie immer, wir sind Philadelphia und hier die ganzen anderen Protestanten, das ist Laodicea. Aber dann haben sie irgendwann gemerkt, nee, wir sind jetzt Laodicea. Und als sie das gemerkt haben, dass es sehr große Erweckung bewirkt, das ist hier, worauf es sich bezieht. Und alle dachten, dass das so machtvoll war, dass das jetzt im lauten Ruf und der Verkündigung auf der ganzen Welt und im Spätregen enden wird. Das Problem aber, was passiert ist, sie haben diese Erweckung dann nicht bewahrt. Das war nur so gesehen Kurzzeit. Das war so ein Aufflackern für eine Zeit, für ein paar wenige Monate und danach ist es wieder ausgegangen. Und hier sagt eben Ellen White, und das gilt für uns heute, wenn wir heute so gesehen das Werk abschließen wollen, müssen wir wieder diese Botschaft von Laodicea finden. Aber dass wir jetzt so gesehen den Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, dass das nicht nur eine Erweckung für ein paar kurze Monate ist, sondern wirklich eine tiefe Reformation bewirkt. Auch, dass unsere Herzen von aller Sünde gereinigt werden, aber das kann nur geschehen durch die Botschaft von Gerechtigkeit aus Glauben. Weil jeder andere Weg ist es zwecklos. Und so kann Gott uns dann mit der Gegenwart Jesu segnen und uns auf den lauten Ruf des dritten Engels vorbereiten. Also eigentlich, was der Gedanke hier ist, der laute Ruf und der Spätregen kann nur zu uns kommen, wenn wir wirklich diese Botschaft von Laodicea annehmen. Und das auch eine bleibende Erweckung bewirkt. Das heißt, wenn wir so gesehen das Werk in unserer Generation abschließen müssen, müssen wir dort in der Vergangenheit ansetzen, diese Fehler der Vergangenheit korrigieren. Und das ist eigentlich, was wir jetzt in diesem ganzen Studio machen wollen. Wir wollen die Botschaft verstehen, die Erfahrung gewinnen und auch darin bleiben, dass Christus dann uns gebrauchen kann, das anderen zu geben. Und Gott wird es bestimmt auch an vielen anderen Stellen der Welt am Wirken, um diese Botschaft wieder hervorzubringen, damit Jesus in dieser Generation kommen kann, damit wir aus Laodicea rauskommen und diese Botschaft der Welt überbringen können. Hier schreibt Ellen White noch etwas über diesen Gedanken in Last Day Events, im Deutschen Christus kommt bald, hier im Englischen ist nur ein Ticken noch genauer. Die deutsche Übersetzung ist nicht so ganz 100%, deshalb hier die aus dem englischen Original übersetzt. Das ist jetzt hier über das Siegel. Und sie schreibt, sobald das Volk Gottes an ihren Stirn versiegelt ist, ist nicht ein Siegel oder ein Zeichen, das man sehen kann, sondern ein Gefestigtwerden in der Wahrheit. Sowohl intellektuell als auch geistlich. Sodass sie nicht mehr bewegt werden können. Genauso bald Gottes Volk versiegelt ist und auf die Sichtung vorbereitet ist, wird sie kommen. Wahrlich, sie hat schon angefangen. Vor allem, was ich aber hier eigentlich vor allem so gesehen hervorheben wollte, ist, das Siegel und die Versiegelung, sie schreibt hier, wie das funktioniert. Das ist ein Gefestigtwerden in der Wahrheit. Und sowohl intellektuell, also dass man es intellektuell versteht, als auch geistlich. Also es meint, dass man es auch in seiner Erfahrung geistlich erlebt. Und zu so einem Maß, dass man nicht mehr bewegt werden kann aus dieser Erfahrung heraus. Und wenn das geschehen ist, kann Gott das Siegel auf sein Volk setzen. Und das schlussendlich
was die Laodicea-Botschaft macht, sie ist nichts anderes, was uns in diese Erfahrung bringen soll, dass Gott uns versiegeln kann. Und auch so gesehen den Spätregen vorher noch geben kann. Aber hier seht ihr, wie diesen gleichen Gedanken, dass diese Botschaft wirklich ein tiefes Werk, ein bleibendes Werk tun muss, dass wir sowohl geistig als auch intellektuell so gefestigt werden, dass wir nicht mehr bewegt werden können. Und was ist das Resultat der einfachen Engelsbotschaft? Lass uns das nochmal zusammen lesen, Offenbarung 14, Vers 12. Wenn jemand von euch will, könnt ihr den Vers gerne vorlesen. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind, die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Dankeschön. Das steht hier so gesehen nach der dritten Engelsbotschaft oder nach den zwei anderen, also nach den ersten zwei und dann die dritte Engelsbotschaft. Dann steht dieser Vers. Es ist irgendwie interessant, dass es so gesehen am Ende davon steht. Habt ihr vielleicht eine Idee, was uns das lehren soll, dass es so gesehen am Ende der dreifachen Engelsbotschaft steht? So gesehen, wenn ich auch sonst vielleicht einen Aufsatz schreibe. Auch und dann mache ich so drei Punkte und am Ende mache ich noch so eine letzte Aussage. Was könnte das sein, was so am Ende steht? Im Aufsatz könnte man zum Beispiel so mehrere Gedanken diskutieren und argumentieren und am Ende so seine Schlussfolgerung ziehen oder so im Englischen Conclusion, also so gesehen, was man aus all dem vorherigen Schluss folgert. Und so gesehen also, auch hier. Sascha? Also ich denke, das ist so, es ist eine Zusammenfassung eigentlich. Hier ist so, dass hier ist mein Ideal, wie es sein muss. Das gilt ja nicht nur für uns, das gilt ja eigentlich für alle, ne? Alle, die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Genau. Hier ist das Ideal, daran müsst ihr euch orientieren. Also die Gebote Gottes sind grundlegend und den Glauben und der Glaube Jesu, was ja eigentlich zusammengehört. Ja? Deswegen steht ja auch ein Und dazwischen. Genau. Eigentlich, was das hier auch zusammenfasst, einerseits fasst es wirklich die Dreifachungsbotschaft zusammen, weil man kann sehen, der Glaube Jesu ist eigentlich das Evangelium. Das werden wir nochmal später genauer studieren. Und die Gebote ist natürlich enthält den Sabbat und es enthält natürlich auch, dass der Sonntag nicht Teil des Sabbats ist und der Gebote. Vor allem, denke ich, ist aber auch der Gedanke hier, dass so gesehen, wenn man diese erste, zweite und dritte Engelsbotschaft wirklich in Tiefe versteht, und annimmt und erlebt, ist so gesehen diese Endfrucht daraus, dass dann diese Gruppe da ist, die das Gesetz hält, den Glauben Jesu hat und auch die Geduld der Heiligen. Also eigentlich das, was dieser Vers zeigt, ist, wenn die dreifachen Engelsbotschaften wirklich erlebt werden, ist die Frucht davon, dass diese Gruppe an Menschen da ist. Aber die dreifachen Engelsbotschaften sind der Weg, in diesen Zustand zu kommen. Und hier ist auch wieder interessant, dass wir schon gelesen haben, dass der Kern der dreifachen Engelsbotschaft, die Botschaft von Gerechtigkeit, des Glaubens, Ellen White schreibt, ist die dritte Engelsbotschaft. Das ist natürlich jetzt nicht alles davon, aber es ist ein ganz wesentlicher Teil davon, der oft übersehen wird. Hier schreibt Ellen White das auch nochmal für die Gemeinde geschrieben, Band 1. Einige haben mir geschrieben und gefragt, ob die Lehre von der Gerechtigkeit durch den Glauben die dreifache Engelsbotschaft sei. Ich habe ihnen geantwortet, es ist in Wahrheit die dreifache Engelsbotschaft. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal gesehen. Die Botschaft, Gott zu fürchten, sein Gesetz zu halten, ihm die Ehre zu geben, ihn anzubeten, vor allem auch da, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist, der einzigste Weg, wie ich das tun kann, ist durch das Evangelium. Weil es sogar noch nicht mal für uns natürlich, dass wir Gott fürchten, dass das kann nur durch das Evangelium in unserem Herzen bewirkt werden.
Nur durch das Evangelium kann auch unsere Anbetung überhaupt zu Gott annehmbar werden. Und ihr erinnert euch vielleicht an diese anderen Punkte. Auch, so gesehen auch mit der dritten Engelsbotschaft hängt das auch zusammen. Weil der Sabbat, so gesehen, das Zeichen für das echte Evangelium ist, ein Sonntag für ein falsches. Aber auch, wo es heißt, dass die, die den Sonntag annehmen, keine Ruhe haben. In Hebräer ist diese Ruhe, dass wir in Christus, in seiner Gerechtigkeit ruhen. Also, wenn man den Sonntag annimmt, kann man nicht die Gerechtigkeit Jesu haben. Und so hängt es auch damit zusammen. Denn das Einzige, was uns wirklich diese letzte Krise mit den Mahlzeichen durchbringen kann, ist Christus in uns, seine Gerechtigkeit. Darum ist das Kern der dreifachen Engelsbotschaft. Weil nur zu wissen, dass Amerika ein Bild des Tieres machen wird und dass das Papsttum ja schlussendlich ein Sonntagsgesetz bewirken wird, das in der gesamten Welt ausbreiten wird, allein das zu wissen, kann trotzdem verloren gehen. Wenn ich nicht die Erfahrung der Gerechtigkeit Jesu habe, der mich alleine durch diesen letzten Kampf hindurchbringen kann, wo sich die gesamte Welt gegen Gottes Volk vereinen wird. Und ja, wir auch sehen, wie die Dinge sich dahin entwickeln. Aber das ist so entscheidend, auch für uns. Es reicht auch in unserer Verkündigung. Es ist nicht nur, dass wir den Menschen so gesehen diese klassischen Dinge der dreifachen Engelsbotschaft bringen. Eine der wichtigsten Dinge, die wir den Menschen erklären müssen, ist auch, wie sie bereit sein können. Also, dass sie diese Botschaft von Gerechtigkeit aus Glauben verstehen. Es ist nicht nur was, was nur jetzt zu uns kommen soll. Es soll auch eigentlich unsere Missionsbestrebung bleiben prägen. Andrew hat ja sogar schon ein paar Zitate gegeben, wo sie sagt, es war nicht nur für die Gemeinde, eigentlich war die Botschaft von Johnson Wagner sogar für die Welt. Hier schreibt sie noch dazu in Zeugnisse für die Gemeinde. Die Botschaft von der Gerechtigkeit Christi wird von einem Ende der Erde bis zum anderen ertönen, um den Weg des Herrn zu bereiten. Dies ist die Herrlichkeit Gottes, welche das Werk des dritten Engels abschließt. Er sagt, dass die Herrlichkeit hat auch das verbunden mit der Kraft Gottes, die das Werk des dritten Engels abschließt, ist verbunden mit der Gerechtigkeit Christi. Aber bevor wir das lesen, lass uns das nochmal genauer studieren, weil sie bezieht sich hier auch auf einen Bibelvers. Lass uns mal nach Offenbarung 18, Vers 1 gehen. Und wenn ihr wollt, kann wieder einer von euch vorlesen. Was war das jetzt? Offenbarung? Offenbarung 18, Vers 1. 18. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Dankeschön. Also, was denkt ihr, beschreibt das hier, dieser Vers? Also, man könnte jetzt erstmal anfangen, vielleicht überlegen, also, das heißt, dass dieser Engel herabkommt, der bringt auch Vollmacht mit zu den Menschen und er bewirkt, dass die gesamte Erde, also alle Menschen, die auf der Erde wohnen, diese Herrlichkeit Gottes, dass es davon erleuchtet wird. Schlussendlich, was das hier beschreibt, ist auch der laute Ruf, wo auch die gesamte Erde mit der Botschaft Gottes erleuchtet wird. Und auch diese Vollmacht, die der Engel mitbringt, das ist die Vollmacht des Spätregens, die er zur Erde bringt. Und das ist der Vers. Das ist einer der Verse in der Offenbarung, wo so gesehen, diese letzte Verkündigung des Evangeliums beschrieben wird, dann in den Folgeversen ist dann eben die Botschaft, kommt heraus aus jemandem Volk. So gesehen, was dann die verkündigen werden. Aber neben dieser Botschaft, kommt heraus aus ihr, sehen wir noch hier bei Ellen White, sie schreibt, dass das, was mit dieser Engel einhergeht, der die Herrlichkeit Gottes zur Erde bringt, ist, dass das die Gerechtigkeit Christi ist. Diese Botschaft ist Teil von diesem Engel, der herabkommt zur Erde. Diesen vierten Engel schlussendlich. Manchmal wird er so bezeichnet. Und hier ist noch ein Zitat. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, sogar mit einer meiner Lieblingszitate zu diesem Thema. Sie schrieb dort 1890, das Ende ist nah. Das Licht soll aus dem Volk Gottes in klaren, deutlichen Strahlen hervorscheinen und Jesus vor die Gemeinde und die Welt bringen. Wenn sein Volk durch die Gnade Christi zu neuen Flaschen wird, wird er sie mit dem neuen Wein füllen.
Also was das beschreibt, ist, wenn so gesehen diese Gnade oder die Kraft Christi uns verändert, kann Gott uns auch so gesehen mit diesem neuen Wein, mit dieser Lehre des Evangeliums uns helfen, das zu verstehen. Also ist auch interessant, um geistliche Dinge zu verstehen, müssen wir auch so gesehen uns Gott weihen und ihn suchen. Wenn wir uns Gott nicht weihen, können wir gewisse geistliche Dinge nie verstehen. Das ist eigentlich, was ihr beschreibt. Also nur wenn wir zu neuen Flaschen werden, können wir auch mit dem neuen Wein gefüllt werden, mit dieser Lehre von Christi Gerechtigkeit. Gott wird, und dann schreibt er weiter, Gott wird zusätzliches Licht geben und alte Wahrheiten werden zurückgewonnen und in den Rahmen der Wahrheit gesetzt werden. Und wo immer die Arbeiter hingehen, werden sie triumphieren. Als Botschafter Christi sollen sie die Schriften durchsuchen, nach den Wahrheiten suchen, die unter dem Abfall, eigentlich im Englischen eigentlich diesem Schutz, sagt es eigentlich, dem Schutt des Irrtums verborgen liegen. Und jeder empfangene Lichtstrahl soll anderen mitgeteilt werden. Also eigentlich beschreibt sich hier, dass wir dass wir, wie es doch in Hosea schon geheißen hat, dass wir so gesehen den Boden aufbrechen müssen, den Herrn suchen, Gerechtigkeit sehen, dass es zu neuen Flaschen werden und dass Gott dann den Regen der Gerechtigkeit gibt und auch diesen Regen der Lehre. Und es dann helfen würde, ein weiterer Teil sein, dass wir auch die Bibel sehr tief studieren sollten. Also das ist auch ein Aufruf an euch. Lasst es mit dem Studium hier nicht genug sein, sondern verbringt viel Zeit damit, die Bibel zu lesen und Vers mit Vers zu vergleichen und Gott zu bitten, euch zu lehren in eurem Studium. Und denkt gründlich darüber nach. Und weil sie sagt dann, wenn wir das machen, wird uns Gott zusätzlich helfen, diese Dinge besser zu verstehen. Und so gesehen, diese alten Wahrheiten über Christi Gerechtigkeit ist nichts Neues, ist kein neues Licht oder so, sondern dieses eigentlich alte Licht, was vergessen wurde, wieder neu zu entdecken, auch aus der Bibel heraus, um es dann zu verkündigen zu können. Ich muss sagen, neben dem Studium von Jones und Wagner und so weiter, das hat erstmal sehr geholfen, aber dann wirklich, muss ich sagen, in meiner Form hat Gott mir dann vor allem nochmal geholfen, all das genau zu verstehen, als ich dann die Bibel für mich nochmal persönlich genauer studiert habe. Da ist dann vieles nochmal so viel tiefer und lebendiger geworden. Und deshalb will ich euch auch ermutigen, während wir hier zusammen studieren, nehmt euch auch die Zeit, die Bibel wirklich tiefgängig zu studieren, notfalls auch mit der Konkordanz, Querverweise anschauen. Und habt keine Sorge, wenn es am Anfang erstmal ihr vielleicht jetzt nichts Überragendes entdeckt, sondern arbeitet im Glauben weiter und Gott wird euch dann helfen, nach und nach Dinge zu lernen, die sich immer mehr zusammensetzen. Und vor allem betet ernstlich vor dem Studium darum, dass Gott euch hilft, das zu verstehen. Und er wird euch helfen. Und dann schreibt ihr am Ende hiervon noch, ein Interesse wird sich durchsetzen, ein Thema wird jedes andere verschlingen. Christus, unsere Gerechtigkeit. Und so gesehen, anscheinend müssen wir sagen, sie schrieb damals, das Ende ist nah, und das stimmt. Auch damals war das Ende nah. Es war aber an die Bedingung geknüpft, dass das Volk Gottes diese Erfahrung hat. Da sie sie nicht so gehabt haben, wie Gott es wollte, musste Gott noch einmal sein Kommen verzögern. Und schlussendlich stehen wir heute wieder prophetisch in der gleichen Situation. Werden wir als Gemeinde das tun? Oder wird es noch einmal notwendig sein, für Christus die Dinge zu verlängern, weil er sieht, dass sein Volk immer noch Laodicea ist? Dass sie selbst nicht wirklich erleben und dementsprechend auch nicht wirklich anderen weitergeben können, weil wir können nicht das weitergeben, was wir selbst nicht haben. Das heißt, die Frage ist, werden wir Gott wirklich so suchen und auch die Bibel so gründlich mit diesem Wunsch studieren, Gottes Maßstab zu erreichen, wirklich seinen Willen zu erkennen und egal was das ist, den auch auszuführen. Weil das ist notwendig. Nur wenn wir diese Gesinnung haben, kann Gott unser Bibelstudium segnen. Jesus sagte, wer den Willen des Vaters tun will, der wird die Lehre erkennen. Wenn wir nicht den Willen des Vaters tun wollen, dann können wir die Lehre nicht erkennen. Deshalb, wir müssen vor unserem Bibelstudium auch wirklich die Entscheidung treffen, egal, ja, was du mir lehrst, ich will es tun. Sogar bevor ich weiß, was du von mir willst, treffe ich die Entscheidung. Und nur wenn wir in der Haltung studieren, kann Gott uns wirklich helfen, wirklich diese Wahrheiten wieder zu entdecken, uns besser zu verstehen. Und sie sagt dann, die Folge wird sein, dass diese Botschaft mit dem Rest der dreifachen Botschaft verkündigt wird. Und ein Thema wird alle anderen verschlingen, Christus, unsere Gerechtigkeit.
als Zentrum der dreifachen Engelsbotschaft. Das haben wir eigentlich schon so gesehen studiert, das können wir überspringen. Und hier hat sie dann damals sogar 1892 geschrieben, zwar auch immer noch in dieser Zeit, wo Jones und Wagner diese Botschaft verkündigt haben, in Generalkonferenzen und vielen Seiten. Und da schrieb sie dann, hat sie dieses erstaunliche Zitat hier gesagt. Es war in einem Artikel im Review and Herald. Das hat die gesamte Gemeinde gelesen, hat auch die Gemeinde völlig aus dem Häuschen gebracht. Jones hat dann 1893 in Generalkonferenzpredigten auch ganz viel darüber gepredigt. Die gesamte Gemeinde hat es aufgerührt. Und sie schrieb nämlich, die Prüfungszeit steht kurz vor uns. Denn der laute Ruf des dritten Engels hat bereits in der Offenbarung der Gerechtigkeit Christi des sündenvergebenden Erlösers begonnen. Was für eine Aussage. Also damals, 1892, hatte der laute Ruf bereits begonnen. Und der laute Ruf kommt durch den Spätregen. Also könnt ihr auch so gesehen sagen, damals, 1892, hatten sie schon den Spätregen. Aber wir sind jetzt 2020 immer noch hier. Und das sind, ja, 128 Jahre später. Also von dem, was die Bibel und Ellen White über den Spätregen und den lauten Ruf sagen, dass, wenn das wirklich so kommt, im vollen Ausmaß, dann dauert das nicht 128 Jahre. Das sind vielleicht ein paar Monate, höchstens ein paar Jahre. Das heißt, damals hat es angefangen, aber es ist dann doch nochmal abgebrochen und abgeebbt. Und darum sind wir heute noch hier. Und das heißt, wenn wir so gesehen das Werk abschließen wollen in unserer Generation, müssen wir eigentlich da wieder in die Vergangenheit zurückgehen und neben dem Rest der dreifachen Engelsbotschaft, die wir vermutlich auch besser verstehen müssen, aber vor allem diesen zentralen Teil der Gerechtigkeit Christi, wo sie hier schreibt, dass das damit begonnen hat, das wiederentdecken und heute wieder verkündigen, weil dann wird dieses Zitat auch für uns heute wieder gelten und wir können im Glauben dann schon wissen, dass der laute Ruf des dritten Engels wieder beginnt, wenn wir anfangen, Christi Gerechtigkeit zu predigen, in Verbindung mit dem Rest der dreifachen Engelsbotschaft. Und das Zitat hat mich damals, als ich das gelesen habe, ich glaube, das hat mich am allermeisten aufgeweckt. Weil damals habe ich so in meiner eigenen, ich habe gesagt, Christus kommt bald und ich will vorbereitet sein. Ich will bereit sein, so gesehen, in der Zeit ohne Mittler zu bestehen, in dieser letzten Krise. Ich habe mich so angestrengt, bereit zu sein. Ich habe gemerkt, äußerlich konnte ich bereit sein, aber also mein Herz konnte ich nicht bereit machen. Und so härter ich gearbeitet habe, so mehr Mission ich gemacht habe oder so oder andere Dinge umgesetzt habe, habe ich gemerkt, äußerlich konnte ich das machen, aber ich habe gemerkt, innerlich war ich nicht bereit. Als ich das dann gelesen habe, mir war es so gesehen, da ist die Antwort auf dein Problem, Max. Also ich schreibe nämlich, der Herr hat Bruder Jones und Wagner dazu berufen, der Welt eine Botschaft zu verkündigen, um ein Volk vorzubereiten, am Tag des Herrn zu bestehen. Also das heißt, diese Botschaft von Jones, das ist die Botschaft, die uns vorbereitet, im Untersuchungsgericht, in der Zeit ohne Mittler, in der Zeit der Trübsal, in der Sonntagsgesetzkrise und schlussendlich auch an der Wiederkunft Christi zu bestehen, wenn wir das wirklich ja, erleben und empfangen. Aber so gesehen, wenn wir merken, dass wir nicht bereit sind, hier ist der Weg, wo wir anfangen sollten zu suchen, weil hier, sagt Ellen White, ist die Lösung. Hier ist die Botschaft, die uns vorbereitet, am Tag des Herrn zu bestehen. Und vielleicht merkt ihr, was sie alles schreibt. Also das sind ja gigantische Zitate, die sie über diese Botschaft sagt. Sagt nicht nur, dass es ja, eine recht, das waren ein paar gute Predigten, die Jones und Wagner gehalten haben oder so. Sie sagt viel größere Dinge. Nun, einige, es kommt immer wieder vor, sagen dann aber, sind Jones und Wagner nicht beide abgefallen? Haben nicht beide die Adventgemeinde sogar verlassen? Und das stimmt. Wagner hat so angefangen von 1895, vor allem dann noch in den späteren Jahren, hatte immer mehr Lehren von Kellogg über Pantheismus angenommen und schlussendlich hat Wagner die Ehe gebrochen und wurde dann aus der Gemeinde ausgeschlossen. Jones hat zwar nicht die Ehe gebrochen, aber erst dann auch so nach 1900 ist er in sowas gerutscht, was wir heute so gesehen als Pfingstler
bezeichnen. Also Jones ist wirklich zu einem Pfingstler geworden. Und einige sagen dann eben, was nützt uns diese Botschaft, die sie zwei verkündigt haben, wenn sie mir beiden selbst nicht mal geholfen hat? Aber das ist so gesehen nur ein fadenscheiniges Argument. Ellen White schreibt hier nämlich in diesem Zitat aus Manuscript Releases, sollten die Boten des Herrn, nachdem sie eine Zeit lang mannhaft für die Wahrheit eingetreten sind, in Versuchung geraten und ihn entehren, der ihnen ihr Werk gegeben hat? Wird das ein Beweis dafür sein, dass die Botschaft nicht wahr ist? Und sie meint diese Boten, damit meint sie Jones Wagner. Nein, denn die Bibel ist wahr. Also sie sagt schlussendlich, es macht ja auch Sinn. Ich kann die Wahrheit verkündigen. Ich kann die Bibel verkünden, weil sie sagt schlussendlich, dass sie wirklich nur gelernt haben, was die Bibel gesagt hat. Sie sind dann später abgefallen, aber das ändert ja nicht, dass ich, was ich vorher gesagt habe, wahr war. Selbst wenn ich später was anderes glaube. Und das heißt auch nicht zwingend, dass die Botschaft an sich nicht die Kraft hat. Das heißt einfach, dass ich sie selbst dann doch nicht so ernst genommen habe, wie ich es eigentlich sollte. Und sie sagt dann weiter, die Sünde der Gesandten Gottes würde Satan zur Freude führen und diejenigen, die den Gesandten und die Botschaft zurückgewiesen haben, würden triumphieren. Aber dies würde die Männer, die sich der Zurückweisung der göttlichen gesandten Botschaft der Wahrheit schuldig gemacht haben, keineswegs entlasten. Er sagt hier sehr deutlich, also selbst wenn Jones und Wagner, sie hat das geschrieben, bevor sie abgefallen sind, so hypothetisch, würden sie abfallen, das würde nicht heißen, was sie gesagt haben, ist falsch. Und jetzt, wo sie abgefallen sind, auch heute, das heißt nicht, dass es falsch ist. All die anderen Aussagen, die sie darüber sagt, sind völlig richtig und stimmen völlig zu, selbst wenn sie abgefallen sind, was sehr traurig ist. Und jetzt eine Zusammenfassung. Wir haben ja eigentlich gesehen, sie schreibt, dass die Botschaft im Kern Evangelium und Gesetz ist, wie sie in Harmonie zusammengehen, wie das Gesetz uns zum Evangelium weist und das Evangelium ist dann befähigt, das Gesetz zu halten. Und wir haben es schon eigentlich gesehen aus der Bibel, dass das eigentlich Gerechtigkeit aus Glauben, Evangelium und Gesetz. Und das ist schlussendlich auch der Kern der Laodicea-Botschaft. Die weißen Kleider, die Augensalbe, all das, wenn man das studiert, das ist wirklich nur Evangelium und Gesetz, Gerechtigkeit aus Glauben, was der Gemeinde mangelt. Und deshalb ist sie auch lau. Wir haben aber auch gesehen, dass das so gesehen auch der Spätregen ist. Der Spätregen ist schlussendlich diese Botschaft erstmal in die Gemeinde, die sie erweckt. Und dann auch schlussendlich bringt er die Kraft Gottes zur Gemeinde. Wir haben auch gesehen, Helmut schreibt, dass es der laute Ruf ist nichts anderes als die Gerechtigkeit Christi. Und wir haben auch gesehen, die dreifache Engelsbotschaft ist nichts anderes als im Kern die Gerechtigkeit Christi. Das heißt, diese eine Botschaft von Jones und Wagner ist nicht nur der Kern der Laodicea-Botschaft, sondern ist auch der Kern des Spätregens, des lauten Rufs und der dreifachen Engelsbotschaft. Also es ist eigentlich nicht nur für die Gemeinde ist das der Kern, sondern auch für die Welt. In der Botschaft für die Gemeinde Laodicea, wie in der dreifachen Engelsbotschaft für die Welt, der Kern von beiden ist Gerechtigkeit aus Glauben. Diese Botschaft von Jones ist der Kern von beiden. Und wie sollen wir so gesehen dies erfüllen, wenn wir diesen Kern nicht haben? Und schlussendlich nur, wenn wir das wirklich alles zusammen haben, wo es mit dieser Botschaft anfängt, kann es schlussendlich dann zur Wiederkunft Christi und dem lauten Ruf führen. Und das ist ja, was wir uns, ich glaube, sehnlich wünschen. Und lasst uns jetzt zum Aufruf kommen, dann sind wir auch für heute fertig. Wir leben in der letzten Zeit. Ich denke, wir sind uns allen sehr bewusst. Und Gott liebt dich und will, dass du bereit bist, für was kommt. Und wie wir gesehen haben, diese Botschaft ist der Schlüssel zu unserem jetzigen und ewigen Wohlergehen. Die Botschaft ist schon 132 Jahre alt. Ist der Schlüssel zu unseren Problemen auch heute noch. Aber wir sind nicht irgendwo anders, wir sind immer noch in Laodicea. Wer ist anders? Wäre Jesus schon gekommen, schon lange. Und der einzig wirklich logische Schlussfolgerung ist, wenn wir wirklich die Verantwortung, die wir haben, vor Gott erfüllen wollen, müssen wir diese Botschaft unbedingt studieren und erleben. Wenn wir wirklich unseren Auftrag als Gemeinde erfüllen wollen. Wir dürfen sie nicht weiter ignorieren, wie es die letzten 100 Jahre war. Wir dürfen sie nicht vergessen oder gar nicht wissen, dass sie existiert.
Aber dann, wenn wir sie kennen, dürfen wir auch nicht so gesehen sie ungläubig ablehnen, was auch öfters vorgekommen ist. Und es bringt auch nichts, sie nur theoretisch zu verstehen, aber nicht praktisch umzusetzen. Und sogar, wir dürfen auch nichts Gegenteiliges mehr lernen, weil das ist leider auch heute in die Gemeinde einige falsche Lehren des Evangeliums in manchen Bereichen gekommen, sogar in einigen Universitäten. Und das muss sich auch ändern. Ich will nicht zwingend sagen, dass bevor Jesus wiederkommen will, jede adventistische Universität reformiert wird oder so. Ich weiß nicht, ob das geschehen wird. Aber zumindest in der Gemeinde selbst, in einer kritischen Masse, muss diese Botschaft das Werk tun, was sie tun muss. Wie sollen wir den lauten Ruf verkündigen, wenn wir selbst nicht die Botschaft verstehen oder erleben, die uns sündlos macht, die uns vorbereitet, was kommt? Und schlussendlich, wie sollen wir der Welt das geben, was ihr auch hilft, sich vorzubereiten, wenn wir es selbst nicht haben? Und wir müssen auch so gesehen dem ins Auge schauen, dass Gott in den letzten 132 Jahren hat er nicht irgendwie übernatürlich jetzt eingegriffen, um dem ein Ende zu machen. Es war nicht so, dass Gott gesagt hat, jetzt habe ich 50 Jahre gewartet oder 100 Jahre. Und die Gemeinde hat es immer noch nicht verstanden, jetzt ist es lang genug, jetzt werde ich so gesehen einfach es selbst dann beenden. Gott hat es nicht gemacht. Und ich denke, schlussendlich muss man daraus schlussfolgern, da Gott sich nicht ändert und da die Prinzipien, wie er handelt, immer unverändert sind, wird er auch in der Zukunft nicht plötzlich sagen, jetzt habe ich lang genug gewartet, die Gemeinde hat es einfach jetzt nicht geschafft, ich muss jetzt einfach eingreifen. Er wartet wirklich darauf, bis wir die Bedingungen erfüllen, damit er für uns wirken kann. Und das wird geschehen. Die Bibel hat vorher gesagt, dass es eine Generation geben wird an sieben Tagen, und dass sie das wiederentdecken und erleben. Und Gott ist so gesehen dann schlussendlich zum Abschluss bringen kann. Mögen wir diese Generation sein. Und die Sache ist, das ist nicht einfach so, ja, wie soll ich sagen, das wird nicht vom Himmel fallen, wie man so sagt. Wir müssen selber die Bedingungen erfüllen. Wir müssen es suchen. Wir müssen Gott suchen. Nur dann kann er uns auch den Segen geben. Das ist so gesehen unser Teil. Wenn wir nichts unternehmen, wird Gott, kann er nichts für uns, so gesehen, groß unternehmen, sondern wir limitieren ihn dann durch unsere eigene freie Entscheidung, weil er wird das respektieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die gesamte Gemeinde erweckt werden wird. Edward schreibt, das wird nie geschehen. Aber so in eine kritische Masse, ich weiß nicht, wie groß die ist, aber anscheinend haben wir sie noch nicht erreicht, muss das erleben und verkündigen. Und dann wird das Ende kommen. Das ist auch in Offenbarung 7, wenn das Volk Gottes versiegelt ist, dann kommt das Ende. Und das Siegel ist nichts anderes, als die Gerechtigkeit Christi, Christus völlig wiederzuspiegeln. Das ist nämlich, was das Siegel eigentlich meint. Und bis das geschieht mit einer Gruppe, die als 144.000 beschrieben wird, das heißt jetzt nicht, dass nur 144.000 in der Endzeit gerettet werden oder so, das meint es jetzt nicht. Aber bis diese Gruppe, egal was damit jetzt genau beschrieben wird, bis die nicht da ist, muss Gott die Winde und damit auch das Sonntagsgesetz zurückhalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es noch ewig dauern wird. Wir wissen schlussendlich nicht, wann das geschehen wird, ob jetzt vielleicht die Gemeinde hoffentlich in den Zustand kommt, den sie haben soll. Das kann sein. Also das ist so gesehen trotzdem die unterliegende Lehre, die Bibel uns zeigt. Und selbst gute Dinge, wie Missionsanstrengungen oder so Gesundheitsarbeit oder aktuelle Entwicklung in der Welt und die prophetischen Zusammenhänge, ne, das sind ja gute Dinge. Aber wenn das kann uns auch teilweise sogar davon ablenken, diese Botschaft von Joseph Wagner zu studieren. Das heißt, ich sage nicht, dass wir das nicht tun sollen, aber wenn es uns davon ablenkt, sollen wir vielleicht da erstmal für eine Zeit lang einen Schritt etwas zurückmachen, das etwas weniger machen, uns auf die Botschaft konzentrieren und dann uns später wieder in diese Dinge hineinwerfen. Aber auch manche Dinge, und ich will jetzt nicht über Verschwörungsthemen oder so streiten, aber ich denke auch, die Sache ist, dass wir uns auch mit Themen beschäftigen, die nicht zwingend in der Bibel stehen oder auch bei Ellen White und da so viel Zeit damit verbringen, dass wir die lebenswichtigen Dinge aus der Bibel und aus Ellen White nicht so verstehen, wie wir sollten. Wenn wir so gesehen genug die Bibel und Ellen White studiert haben, von mir aus, dann können wir noch andere Dinge studieren. Aber wenn ich jetzt andere Dinge mehr studiere als Bibel, Ellen White und Joseph Wagner oder so, dann habe ich ein Problem und dann sollte ich etwas verändern. Und genauso auch weltliche Vergnügung oder weltliche Dinge können mich genauso ablenken. Jesus sagt, die Sorgen dieser Welt. Deshalb lasst uns von den Dingen nicht ablenken,
und uns auf die zentrale Sache konzentrieren. Und hier noch ein letztes Zitat von Ellen White. Das ist auch aus dieser Zeit. Das war auch an die gesamte Gemeinde in Herald. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Die feierliche Frage, die jedes Mitglied unserer Kirche in sein Herz dringen lassen sollte, lautet: Wie stehen wir als bekennende Nachfolger Jesu Christi vor Gott? Leuchtet unser Licht in klaren, gleichmäßigen Strahlen in die Welt hinaus? Haben wir als ein Volk, das sich feierlich Gott geweiht hat, unsere Einheit mit der Quelle allen Lichts bewahrt? Sind nicht die Symptome von Verfall und Niedergang inmitten der christlichen Kirchen von heute schmerzlich sichtbar? Der geistliche Tod ist über das Volk gekommen, das Leben und Eifer, Reinheit und Weihe durch die aufrichtigste Hingabe an die Sache der Wahrheit manifestieren sollte. Die Tatsachen über den wirklichen Zustand des Volkes Gottes, das sich zu Gott bekennen, sprechen lauter als sein Bekenntnis und machen deutlich, dass eine Kraft das Kabel durchtrennt hat, mit dem es am ewigen Fels verankert war und es ohne Karte oder Kompass aufs Meer auftritt. Was ist zu tun? Der wahre Zeuge weist auf das einzigste Heilmittel hin: Bereue und tu die ersten Werke. Sonst werde ich schnell zu dir kommen und deinen Leuchter von seinem Platz entfernen, es sei denn, du tust Buße. Christus wird in seiner Fürsprache beim Vater aufhören, deinen Namen auf seine Lippen zu nehmen, es sei denn, es kommt zu einer entscheidenden Veränderung im Leben und im Charakter derer, die vom lebendigen Gott abgewichen sind und seinen Dienst verlassen haben. Jesus erklärt: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst: Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und blind. Aber schaut, was ihr auch hier sagt. Und doch ist der Fall nicht ganz unheilbar. Das heißt, es gibt Hoffnung, trotz alledem. Er sagt: Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest. Und wir sehen, das ist Gerechtigkeit aus Glauben. Edward sagt: Jones und Wagner's Botschaft ist die Botschaft an Laodicea. Und sie zitiert hier die Botschaft an Laodicea. Das heißt, eigentlich, er sagt: Ich rate dir, von mir, kauf diese Botschaft, versteh es, erlebe es. Und dann, wenn du es verstanden hast, dann setz es um. Und die Frage ist: Werden wir seine Diagnose glauben? Oder wenn wir denken, ist es doch alles ganz okay? Aber die Frage ist: Nur wenn wir wirklich diese Diagnose glauben und anerkennen, dass es ein Problem gibt und dann die Heilmittel Teil unserer täglichen Erfahrung werden, oder wenn wir das machen, also erst müssen wir die Diagnose glauben, dann die Heilmittel verstehen und suchen und sie dann Teil unserer täglichen Erfahrung werden. Und die Frage ist: Werden wir das machen? Und hier sind ein paar Bücher, wo, wenn ihr jetzt so gesehen das tun wollt, und ich hoffe, dass jeder von euch diesen Wunsch hat, von Jones und Wagner, die es im Deutschen gibt. Und das sind glücklicherweise einige der besten Bücher von ihm. Vor allem dieses Buch Lektion über den Glauben hier unten. Das ist vermutlich das beste Buch, um anzufangen, das zu studieren. Das könnt ihr alle im Internet für so circa 10 Euro kaufen. Auch das Buch Der ewige Bund ist äußerst gut. Dann Der bereitete Weg, das ist von Jones. Das könnt ihr alles im Internet finden. Dann gibt es auch noch im Deutschen Bibelstudium über den Römerbrief von Wagner. Und das ist ein Kommentar zum Römerbrief. Und unten ist noch Endlich frei, ein Vers-für-Vers-Kommentar über den Galaterbrief von Wagner. Und das sind wirklich wunderbare Bücher. Aber es ist wirklich gut zum Anfang des Buch Lektion über den Glauben. Wir werden auch die Dinge aus den Büchern in unserer nächsten Studie nach und nach besprechen. Ich würde empfehlen, studiert es auch selber. Und selbst sogar neben dem von Jones und Wagner, studiert es auch in der Bibel.
Und die zwei anderen Bücher, Gerechtigkeit aus Glauben, welches Evangelium es war, ist von Dennis Priebe, das ist auch nicht so dick, das ist auch sehr, sehr empfehlenswert, weil das so viele, so sehr systematisch und strukturiert viele Dinge von Jones und Wayne nochmal sehr gut zusammenfasst. Aber das würde ich nicht empfehlen ohne den Rest von Jones und Wayne, das soll es nicht ersetzen. Und ein anderes Buch, was auch noch extrem gut ist, ist Gerecht Leben von Fred Wright. Das kann ich euch gerne noch zuschicken, wenn ihr wollt, als PDF. Der Mann ist auch Adventist und hat diese Botschaft von Jones und Wayne sehr, sehr tiefgängig verstanden. Das Buch ist wirklich, ich muss sagen, ist eines der besten Bücher, die ich kenne. Er hat später noch ein paar Dinge geschrieben, das ist nicht alles richtig, aber das Buch ist wirklich fantastisch. Und so ist der Aufruf. Lasst uns zusammen studieren. Studiert aber die Dinge auch für euch selbst. Weil, wie wir gesehen haben, Ellen White legt so einen Wert darauf, lasst uns wirklich glauben, was sie sagt, und dann im Glauben handeln. Selbst wenn wir sogar noch nicht mehr tief so gefühlsmäßig überführt sind, lasst uns dann einfach im nackten Glauben uns an diese Zitate von ihr hängen und sagen, was sie da sagt, das will ich erleben, das will ich verstehen, das will ich der Welt verkündigen, deshalb werde ich studieren. Und bitte wirklich Gott darum für dieses Herz, was seinen Willen tun will, und ringe mit ihm, dass er dir wirklich hilft zu verstehen. Und es heißt in Jeremia so wunderbar, wenn er mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich finden. Und es gibt eine Hoffnung, es gibt einen Weg. Und jeder von uns kann sie finden, wenn wir Gott im Gebet suchen. Und dann studieren. Und so will ich euch einladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Amen. 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 Lasst uns vor allem jetzt aber noch kurz zusammen beten. Lieber Vater, ich bin dir so dankbar für unser Studium heute. Aber ich bin dir noch so viel mehr dankbar, Herr, dass du uns Ellen White gegeben hast. Ich glaube, hätten wir diese Propheten nicht, Herr, wir wären blind dazu, zu diesen Dingen, die dort in der Vergangenheit liegen. Wir würden die Wichtigkeit, den Wert gar nicht erkennen. Danke, Vater, dass wir so klar sehen können, dass der Erfolg von uns als Gemeinde mit diesen Dingen essentiell verwoben ist, unser eigenes ewiges Heil. Vater, bitte öffne unser Herz und gib uns wirklich auch die Hingabe. Aber auch, dass du uns in uns hilfst, uns zu fokussieren, dass du uns fokussierst. Dass du uns hilfst, Zeit zu finden und Zeit zu machen, diese Dinge zu studieren. Auch die Beständigkeit zu haben, das nicht nur für ein paar Monate, sondern wirklich es tief zu suchen. Und bitte hilf es uns zu verstehen und zu erleben. Und Vater, ich danke dir aber auch, dass du uns lehren wirst. Dafür danke ich dir und ich bete es im Namen Jesu. Amen. Amen.